Hallo zusammen, heute begrüße ich euch zum Let's Play von Bruder Dicks Abenteuern in der Seidenstraße. Hierbei handelt es sich um ein Spiel, das schon seit längerem auf dem Markt ist. Eigentlich ist es Silk Road. Ich spiele aktuell hier auf einem Privatserver, PlayOrigin. Das Spiel ist sehr langwierig. Ich werde für den Anfang ein wenig probieren, schauen, wie viel ich vom Gameplay zeigen werde. Ich werde dann vorzu auch ein bisschen Zusammenschnitte machen, wenn die Quests zu lange dauern oder zu viel rumgelaufen ist, werde ich schauen, dies auch zu kürzen. Wenn möglich, schaue ich jede Minute des Gameplays darzustellen, also vermutlich arbeite ich meistens auch mit Zeitraffern. Wie ihr hier sehen könnt, startet man mit gewissen Items, die man von Server schon automatisch zugewiesen bekommt. HP-Tränke, MP-Tränke, Return-Scrolls, Speed-Scrolls und so weiter. Wir haben ein Sammelpad, das man verwenden kann, wenn man das möchte. Die erleichtern einem dann im späteren Verlauf des Spiels das Leben. Ich werde für den Moment nichts einsetzen und euch einfach mal gleich zeigen, wie man eine Quest annimmt und wie das System dann funktionieren kann. Vorab stelle ich jetzt aber zuerst ein, dass das Spiel automatisch die Lebenstränke bzw. Mana-Tränke verwendet. Hierfür setze ich die Position auf die Position 0. Bei der F1-Auswahl, das wäre die Leiste ganz unten, die könnte man auch mit den F-Tasten auf der Tastatur verstellen und somit einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Skills oder was auch immer aktivieren. So, das wäre es gewesen. Dann schauen wir gleich weiter. Wir ordnen uns hier auf der Leiste noch ein paar Sachen an, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsscroll, die aktivieren wir mit einem Rechtsklick. Mit dem Fenster, das man über S aufruft, ruft man die Skills auf. Hier hat man dann verschiedene Sachen zur Auswahl, unter anderem Bogen, Glaive, also Lanze und Speer. Die verwenden wir vorwiegend die Lanze und werden mit der also auch Attacken durchführen. Wir haben hier dann noch ein weiteres Fenster mit den verschiedenen Energieklassen, die wir dann verwenden werden, Feuer, Eis und Blitz. Aber dazu kommen wir dann im späteren Verlauf des Spieles. So, wir nehmen hier die erste Quest an. Wir müssen hier vom Schmied eine Nachricht an einen Torwächter bringen, am Südtor von Yang'an. Dann laufen wir mal dahin. Die Steuerung ist standardmäßig so eingestellt, dass man mit dem Rechtsklick das Bild bewegen kann und dann mit einem Klick auf die Karte, mit einem Linksklick entsprechend sich fortbewegen kann. So, dann sind wir hier eh schon angekommen. Hier ist der Torwächter. Wir sprechen uns mit dem nochmal kurz ab und bekommen von dem eine Liste, die wir dann auch in unserem Inventar sehen werden. Wir müssen diese Liste jetzt wieder zurück zum Schmied bringen. Das dürfte jetzt kein großes Problem sein, denn in der Stadt ist man vor allen Gefahren gewappnet, somit eigentlich komplett sicher. Hier kann man weder getötet noch sonst was werden, deshalb können wir uns hier schön Zeit lassen. So, ihr habt hier im Inventar die Liste jetzt gesehen, die geben wir jetzt dem Schmied ab und bekommen dafür ein paar Erfahrungspunkte und sind schon ein Level aufgestiegen. So, der nächste Schritt ist jetzt die Skillung. Da wir mit der Lanze spielen, werden wir komplett alles auf Stärke setzen und somit haben wir dann im Verlauf des Spiels mit jedem Level, das wir bekommen, die drei Punkte, die wir zuweisen können und bekommen immer ein bisschen mehr Leben dazu und machen somit auch mit jedem Schlag, den wir ausführen, ein bisschen mehr Schaden.
So, die nächste Quest werden wir beim Manager der Stadt finden, somit beim Bürgermeister. Der ist ein bisschen abgelegener am Osttor, wenn es mich nicht ganz täuscht. Grafisch macht das Spiel, obwohl es schon mehrere Jahre alt ist, also ich glaube schon über 10 Jahre alt, macht es doch noch einiges her. Es ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber es gibt viel zu entdecken und wir werden schauen, ob wir es überhaupt schaffen, alle Seiten des Spiels zu sehen. Ansonsten könnt ihr natürlich das Spiel auch selbst gerne beginnen. Alle notwendigen Informationen werde ich unten verlinken. So, wir haben die Aufgabe jetzt angenommen. Hier seht ihr die Karte. Es wird einem auch schön angezeigt, wo genau man die Monster findet. Wir werden jetzt gleich hier aus dem Stadttor hinausgehen und somit in den gefährlicheren Bereich der Karte vorstoßen. Ab hier sozusagen spawnen auf der ganzen Karte wilde Monster. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt auch noch andere Städte, in denen man sich aufhalten kann, in denen man sich wieder Rüstungsteile oder Tränke oder was auch immer kaufen kann. Den Rest findet man eigentlich beim Leveln draußen in der Wildnis. Für das Töten eines Monsters bekommt man auch jeweils einen Gold-Tribut, sagen wir es mal so. Und mit dem können wir auch entsprechend gut weiter. So, wir müssen nun diese Monster killen. Wir brauchen nur einen einzigen Sack. Ihr seht, hier habe ich den Haken auch gesetzt, um die Quest auf der rechten Seite vom Bildschirm darzustellen. So, das Monster hat soeben auch etwas gedroppt. Das war eine Kiste. Die Kiste zeigt an, dass es ein Rüstungsteil oder eine Waffe ist. Hier seht ihr, das ist ein Rüstungsteil. Wir tragen jedoch eine andere Rüstungsklasse. Somit können wir das nicht anziehen. Es gibt drei Rüstungsklassen. Einmal etwas aus Stoff. Das ist Garment. Das zieht man in der Regel an, um mehr vom magischen Schaden geschützt zu sein. Man bewegt sich somit auch schneller, weil es leicht ist. Dann gibt es Protektor. Das ist das, was ihr hier an meinem Körper seht. Mit dem bewegt man sich zwar 10% schneller, langsamer, Entschuldigung, aber man verbraucht auch ein bisschen mehr von der Intelligenz und somit ist es eigentlich nicht unbedingt von Vorteil. Jedoch hat man auch mehr physischen Schutz vor Monstern und kann nicht so leicht getötet werden. Somit kann man sich das selbst aussuchen, was für einen mehr schwerwiegende Argumente wären. Die dritte Rüstungsklasse wäre dann noch die starke Rüstung. Die ist dann nochmal schwerer. Man bewegt sich insgesamt 20% langsamer als im Vergleich zum Stoffgewand und verbraucht auch 20% mehr Intelligenz. Die Intelligenz seht ihr oben, den blauen Balken unter dem Leben. Ihr seht, das Leben ist ein bisschen abgesackt, durch das ich vom Monster angegriffen wurde. Ich bin jetzt nicht gestorben, da mein Lebenstrank unten rechts auf der Leiste beim Punkt 0 automatisch aufgefüllt wurde und somit habe ich mich regeneriert. Ansonsten kann man sich auch mit einem hinsetzen und regenerieren, das dauert dann jedoch einige Zeit. So, jetzt geben wir die Quest ab und bekommen wiederum etwas gut geschrieben. Und zwar wieder ein paar Punkte. Super. So, dann können wir eigentlich gleich weitergehen zur nächsten Quest. Die finden wir hier beim nächsten Torwächter. Ist eh gleich nebenan. Somit müssen wir nicht mal weit laufen.
Wir müssen hier noch solche Wiesel killen. Die haben wir vorhin gesehen, als wir die Stadt verlassen haben und zu den anderen Monstern gerannt sind, sind wir durch die durchgelaufen. Die sind jetzt glücklicherweise nicht allzu heftig und nicht aggressiv vor allem und somit greifen die uns nicht an, auch wenn wir an denen vorbeilaufen. Das wird dann im Verlauf der Spielzeit immer schwieriger, da immer mehr Monster auch umlaufen, die einen aggressiv entgegenkommen und einen versuchen zu fressen, sagen wir es mal einfach. Bleibt uns hier erspart, hier können wir die Welt noch richtig genießen und alles in uns aufnehmen. So, hier haben wir schon das erste Vieh. Das werden wir jetzt mal ein bisschen anpieksen. Das Gold nehmen wir mit. Das brauchen wir auf alle Fälle noch. Wir müssen unsere Rüstung natürlich auch reparieren. Das heißt, je nachdem, was für ein Tier bzw. wie man die Rüstung verbraucht, ist die dann auch zu reparieren. Das gleiche gilt natürlich für die Waffe. Wenn wir hier eine bessere Rüstung finden sollten, können wir die natürlich sofort anziehen und weiterverwenden. Die Rüstungsklassen sind einmal pro Level auch wiederum aufgeteilt und mit steigendem Level kann man natürlich auch wieder bessere Rüstung anziehen. Wiesel müssen wir insgesamt finden und töten. Das sollten wir in Kürze geschafft haben. Warum ich mich für den Speer entschieden habe, für die Lanze, ist eigentlich ganz einfach. Es macht relativ viel Spaß, da man so gut wie nicht sterben kann mit diesem Charakter. Man macht doch relativ hohen Schaden. Natürlich gibt es Charaktere, die noch viel mehr Schaden machen und mit denen man noch viel schneller leveln kann. Aber mit denen ist es dann natürlich auch umso schwieriger, da natürlich nicht der Anteil an Leben vorhanden ist. Hier haben wir eine Kette gefunden. Die können wir sofort anziehen, die Halskette. Die verringert den Schaden, den wir erleiden. Somit ein sehr hilfreiches Tool. So, noch drei Stück, dann haben wir es geschafft. Zur Skillung des Bilds werde ich euch in der nächsten Folge ein wenig mehr nahelegen. Im Moment belasse ich es bei den Stärkepunkten, die ich verteile, so dass ich mehr Schaden mache und mehr aushalte. In der nächsten Folge werden wir dann alles weitere besprechen. Ihr werdet alles schön Schritt für Schritt erklärt bekommen. Da werden auch dann die nächsten Quests angegangen und vermutlich die allerersten Skills zum Leveln verwendet, sodass ihr auch seht, dass man mit diesen die Monster um ein Vielfaches schneller eliminieren kann und somit auch die Aufgaben um ein Vielfaches schneller erledigen kann. Wir werden mit der Zeit auch ein bisschen Gold ansammeln, damit wir ab dem Level 20 auch die eigentliche Aufgabe als Händler in diesem Spiel übernehmen können und Waren von einer zur nächsten Stadt zu bringen. Wir müssen natürlich immer aufpassen in dem Fall, dass wir nicht ausgeraubt werden. Jetzt geben wir zuerst diese Quest zurück und schauen, was wir dafür bekommen. So, inzwischen sind wir schon Level 7. Das ist schon mal ein großer Schritt. Wir machen das alles auf die Stärke wiederum und laufen gleich mal wieder ins Stadtzentrum.
mit Level 5, 30, 60 und im späteren Spielverlauf dann mit dem Level 90 kann man das Inventar, das ihr mit I aufruft, auch nochmals um eine weitere Seite bzw. um ein paar weitere Slots erweitern. Das werden wir jetzt gleich machen. Somit haben wir mehr Platz im Inventar und können auch länger in der Wildnis bleiben, ohne immer wieder gleich zur Stadt zurück zu müssen, Items oder allgemein Drops zu verkaufen, aufzuräumen oder in den großen Speicher in der Stadt zu legen. Hierfür müssen wir jetzt 10 Säckchen sammeln von diesen Strommonstern. Ich aktiviere es wieder, damit ich es auf dem Bildschirm habe und nicht immer in das Fenster reinploppen muss. Das dauert jetzt nicht allzu lange. Nebenher gibt es ein bisschen Gold. Wie ihr seht, die Monster sind nicht mal mehr imstande, mich instant anzugreifen, da ich sie einfach zu schnell platt mache. So, eines haben wir schon, fehlen noch 9. Ihr seht oben im Fenster den grünen Punkt. Das zeigt an, dass die Monster nicht mehr allzu schwierig sind. Ein blauer Punkt zeigt an, dass sie ganz einfach sind. Da sind sie meistens schon 5 Level oder noch niedriger als das eigene Level. Rot oder Orange zeigt an, dass die Monster eher höher sind. Bei Rot ist es sogar nicht empfohlen, diese anzugreifen, da sie vermutlich zu viel Schaden austeilen oder einfach aufgrund dessen, dass man zu wenig Schaden macht, Ewigkeiten brauchen, bis sie sterben und somit hat man einfach keine guten Karten. So, wir kommen gut voran. Die Strommonster sind zum Glück wirklich schnell tot und relativ einfach zu finden, sind genügend hier. Chinesische Charaktere haben auf diesem Server einen Buff. Das Ei oben links, das ihr seht, wenn man da mit der Maus drauf fährt, sieht man den. Es sind insgesamt 5%, die man mehr Schaden macht und 5%, die man mehr aushält. Damit man im Vergleich zur europäischen Klasse, die es noch gibt, auch im Einzelkampf ein bisschen mehr Chancen hat zu überstehen. Im Großen und Ganzen wurde das Spiel relativ gut ausgeglichen aufgebaut. Wie immer gibt es natürlich den einen oder anderen Kritikpunkt darauf, werde ich aber gar nicht eingehen. Da soll sich jeder seine Meinung selbst bilden. Wie ihr seht, haben wir hier auch noch einen Handschuh gedroppt, den können wir sofort anziehen und sind somit nochmal resistenter gegen Schaden von Tieren. Hier haben wir jetzt auch ein Schwert aufgehoben, das könnten wir verwenden, wäre sogar stärker als die Lanze, die wir aktuell haben, aber ich verzichte mal darauf, da mir das vom Aussehen her mit der Lanze besser gefällt. Für die Drops gibt es danach natürlich jede Menge Gold, das wir zurückerhalten. Jetzt haben wir auch ein Schild gedroppt, das könnten wir auch dann in Kombination mit dem Schwert anziehen und würden somit nochmal weniger Schaden erleiden. Die großen roten Steine, die ihr gesehen habt, die ich gedroppt habe, werde ich im Anfang vom Spielverlauf immer verkaufen. Das Gold ist im Moment wichtiger als die verschiedenen Vorteile, die uns die Steine bringen würden, wenn wir sie auf die Rüstung, auf die Waffen oder auf den Schmuck aufbringen würden. Diese würden unterm Strich nur die Stärke der verschiedenen Items erhöhen. Das brauchen wir zum gegebenen Zeitpunkt dann. Aber im Moment ist es eine willkommene Goldquelle. Jetzt haben wir eine Lanze gedroppt, die ist allerdings genau gleich gut wie jene, die wir schon im Inventar haben. Somit werden wir die einfach verkaufen.
Man kann im Inventar natürlicherweise auch selbst aufräumen. Wie ihr seht, habe ich die Aufgabe jetzt erledigt und alle 10 Strohsäcke gefangen und werde die jetzt zurückbringen und meine Belohnung für die Aufgabe erhalten. Wie ihr seht, wird sich sofort die zweite Seite öffnen. Jetzt haben wir hier eine zweite Registerkarte, über die wir in den zweiten Teil unseres Inventars reinhüpfen können. Dann bringen wir mal alles zum Waffenschmied, reparieren unsere Rüstung und Waffen und verkaufen all das unnütze Zeug, das wir im Moment nicht brauchen. Anstelle es zu verkaufen an den NPC, könnten wir es auch dementsprechend in der Stadt direkt an andere Spieler verkaufen. Jedoch ist das eher eine langwierige Sache und somit verzichte ich im Let's Play auch auf das. Ich werde euch vielleicht in der nächsten Folge trotzdem mal kurz zeigen, wie das dann aussehen wird. Ich verschiebe nun jetzt die ganzen Tränke und Items, die wir standardmäßig schon erhalten haben, die ich nicht verkaufen möchte, weil ich sie in Zukunft noch aufbrauchen würde, noch auf die zweite Seite. So sind sie nicht störend und ich habe alle Drops auf einen Blick immer, wenn ich das Inventar öffne vor mir. Die Return Scrolls setze ich noch unten in die Leiste, so kann ich sie mit einem Klick ohne das Öffnen des Inventars finden und direkt in die Stadt zurückporten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.